Sag ich doch. Wo tun wir denn den Zuckerrohr hin? Da drüben, oder? Bist direkt da. So, da haben wir ein bisschen Zuckerrohr. Haben wir eigentlich gerade eine unfertige Baustelle, ja, oder? Hier fehlt noch und hier fehlt noch, und ihr seht genau. Fehlt noch überall. Wir hätten sogar noch ein paar unfertige Baustellen. Mal gucken. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal noch die Strip-Runde. Eine Runde in Strip, nochmal den einen. Eine Ecke da fertig machen. Da kriegen wir das hin. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was zusammen. Wäre ganz cool, wenn wir ein paar Diamanten rauskriegen würden. Weil momentan mein Problem nicht mehr so auf Diamanten liegt. Aber trotzdem sind Diamanten immer schön. Zack. Den Hauptgang will ich dann auch noch ein bisschen ausbauen. Wir haben noch ein paar Fackeln dabei und alles. Aber jetzt bauen wir erstmal hier in die Richtung durch. Und hoffen mal, dass wir Lapis finden, weil dann könnte ich noch ein bisschen machen. Eisen auch. Eisen ist auch sehr gerne gesehen. Oh, die Kohle habe ich ganz übersehen. Kohle nehmen wir auch mit, weil jetzt brauchen wir so ein bisschen, weil wir durch die Trichter und die Kiste oben auch noch eine Zusatzkiste haben. Nehme ich die jetzt auch mit. Hey André! Warum sind da Sternchen? So. Naja. Hier. Hier. Hier, hier, hier. Wir gehen weiter. Alles gut bei dir? Ja. Und selbst? Ach, den Anisid lassen wir jetzt mal da liegen. Das kann ja kein so großes Vorkommen. Eisen ist. Ja, Eisen. Wir haben nicht so viel. Irgendwie rechnet sich das noch gar nicht. Aber solange wir Level 30 sind, können wir da noch ein bisschen was hochverteilen. Lapis, ja! Ich glaube, echt Minecraft hat Sprachsteuerung. Man wünscht, ich habe hab mir da vorne gerade eben Lapis gewünscht. Jetzt ist hier Lapis. Yeah. Ja, 11. Naja, besser als nichts. Ich muss ja nur. Sag mal, 9, 18. 36 Lapis brauche ich für den Boden. Noch ein bisschen mehr. Smaragd. Okay, Smaragd. Auch gar nicht. Oh, Eisen. Ja. Eisen. Brauchen wir mal eine Eisenrüstung, sehe ich gerade so. Nicht so prickelnd. Wir brauchen echt mal, wir müssen langsam echt mal auf Diamanten umsteigen. Aber dafür müssen wir halt langsam echt mal welche finden. Mit den 11 Diamanten, die ich habe. Es ist halt nichts. Es ist nichts. Nichts ist es. Zack. Da habe ich ein Eisen übersehen. Aber wir haben hier unten einfach noch nicht wirklich was gefunden. Gut, ich hätte auch mit Glück abbauen können, aber wie gesagt, wir haben ja noch, wir haben ja gerade eben erst unseren Zaubertisch platziert. Und uns fehlen halt immer noch Bücher. Die ganzen Bücherregale. So, hier nochmal weg. Nochmal Kohle, die nehmen wir mit. Da geht's weiter. 32 Eisen, das ist jetzt schon Erfolg. 32 Eisen, das ist jetzt schon erfolgreicher als gerade eben die Runde.
wo wir mehrere Strips gemacht haben. Und wir sind gerade eben nur eins gegangen. Ist jetzt na geil. Na gut, dass wir da jetzt nochmal weitergemacht haben. Jo. Noch ein bisschen durchbuddeln. Diamanten! Oh nein. Ah, Gott sei Dank. Noch mehr. Zack, zack. Hier, hier, hier. 4 Diamanten. Jetzt haben wir schon mal 15 Diamanten. Okay. Wir haben schon mal 15 Diamanten. Ist schon mal. Hey Chris. Ist schon mal. Es sind 15 Diamanten. Die wir jetzt insgesamt haben. Und ein Zaubertisch, der noch nicht voll verzaubern kann. Wow, warum geht denn hier auf einmal so viel ab mit Rohstoffen, mit Eisen und allem drum und dran? Gerade eben war da nichts. Schau mal her. Geht's hier hoch? Da geht's hier hoch. Hüpf, hüpf, hüpf. Eieieiei. Oh, oh. Die Befürchtung, unsere Spitzhacke reicht nicht. Bis nach vorne. Und wenn, wird mir schlecht, wenn wir da nicht mehr rauskommen. Weil ich hinten auch zugebaut habe. Oh, oh. Oh, oh. Den buddel ich gerade mal ein bisschen anders da. Bitte, 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 lass hier langsam das Ende vom, des Tunnels sein. Oh, oh. Ich habe halt auch nichts dabei, um eine zu bauen. Ich lasse das Eisen liegen. Jeder Block, der jetzt zu viel abgebaut wird, könnte uns... Ach du, oh, oh. Gott sei Dank. Okay, es hat gereicht. Dann holen wir das Eisen hier mit. Zum Glück ist es eine mit Haltbarkeit und ich bin nicht einfach so mit zwei Spitzhacken nur losgegangen. Auch wenn es nur Haltbarkeit 1 ist, aber es ist Haltbarkeit. Okay, kein Kies. So, und da auch noch zu. Dann bauen wir einfach hier unseren Schacht noch ein bisschen weiter, bis sie kaputt geht. Weil, ja, warum nicht? Chris, du hast ein mega schönes Spiel verpasst, was ich vorgestern gestreamt habe. Du hast ein mega, mega schönes Spiel verpasst. Am Mittwoch habe ich mir das Spiel gekauft. Warte mal. Nee, Donnerstag kam es raus. Jetzt muss ich mal nachgucken. Wann war denn der 17. mein Ding? Am Donnerstag kam es raus. Am Donnerstag habe ich es gekauft. Hab's mal kurz angetestet. Am Freitag habe ich es gestreamt. Und, vorgestern. Am Freitag habe ich es gestreamt. Und habe es seitdem noch 9-mal durchgespielt. Ich habe auch den Erfolg bekommen für, wenn es so. Also beim 8. Mal durchspielen habe ich den letzten Steam-Erfolg gekriegt. Ja. Ups. Das ist wirklich schön. Es war, also Far Alone Sales ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Und ich habe beim 2. Mal durchspielen habe ich auch die Story verstanden. Und zwar am Anfang bist du ja an so einem Grab oder halt an so einem Bild. Das ist der Vater von unserem Protagonisten. Und überall, wo wir hingehen, oder das Fahrzeug, was wir selbst gebaut haben, solche Fahrzeuge hat er damals gebaut. Und im Hintergrund siehst du immer wieder das Logo von der Firma, die er da hatte, wo die halt das Zeug gebaut haben. Immer wieder und immer wieder. Und er ist sozusagen auf der Spur von seinem Vater oder halt,
Bei jeder Erweiterung und alles, was wir fürs Ding kriegen, ist auch das Logo von seinem Vater dabei. Und zum Schluss, in dem großen Roboter oder halt in dem großen Dampfschiff, stehen wir vor seinem Sarg. Vor dem Sarg vom Vater. Und ich habe das gar nicht realisiert, weil ich so viel. Weil das alles so schön im Hintergrund platziert ist, dass. Es ist wirklich, es ist ein wunderschönes Spiel. Und ich habe es wirklich jetzt x-mal durchgespielt, also 9-mal durchgespielt. Einmal im Stream, also einmal am Anfang im Stream durchgespielt, das erste Mal. Und 8-mal für mich durchgespielt. Und ich habe es jetzt schon wieder fast einmal durchgespielt. Ja, war gestern. Nee, vorgestern, am Freitag. Aber es kommt auch sofort auf YouTube. Ich habe das dann noch Freitag auf Samstag komplett geschnitten. War ich bis 2 Uhr drüber. Dann habe ich es noch direkt hochgeladen über Nacht. Komplett. Und es kommt jetzt jeden Tag um 18 Uhr. Ich würde gern mal schnell hier die Kamera ausschalten und mir ein Kippchen anzünden, während ich überlege, was wir hier weitermachen denn als nächstes. Und ja, ich muss immer noch meine Wohnung einräumen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Hier hinten brauchen wir Zuckerrohr. Das wird noch nicht gewachsen sein, glaube ich. Denke ich nicht, dass das schon gewachsen ist. Und ich denke, wir haben schon wieder Nacht. Ich sehe halt vor lauter Bäumen nichts. Schatz, du hast aber ganz schön abgenommen. Na, das... Immer willst du Streit. Immer willst du dich streiten hier. Ups. Ich hatte nie eine Freundin. Ich bin immer Single. Ich war schon immer Single. Ich hatte keine Freundin. Nein. Ich Bett spawn setzen. Wir wollen pennen. Ah, ist das ein schöner Morgen. Ich wünschte, ich hätte eine Freundin. Nichts gesagt. Wir bauen den Weg da vielleicht einmal noch ein bisschen fertig. Wir haben jetzt Andesit. Yay! Wir haben Andesit. Warum haben wir eine Spitzhacke im Inventar? Ist die nicht gerade kaputt gegangen? Wir nehmen unseren Andesit mit, weil ich glaube, den werden wir ganz brauchen. Wir legen ihre Überreste zu den Überresten unserer anderen 18 Frauen. Das sind Knochen für die Hunde, mehr nicht. Doch, wir müssen eine Spitzhacke bauen. Wollen wir die auch mal verzaubern? Mal schauen, was daraus kommt bei. Flop. Komm, wir verzaubern. Ach, ich muss Lapis mitnehmen. Lapis. Überleg gerade, ob wir vielleicht im Shop noch was einrichten. Auf dem Server. Oh, Effizienz. Ob man sich fertige Bücher kaufen kann. Aber dann halt für schon viel Geld. Oh man, was schaut denn eigentlich Money topmäßig aus? Hey, ich bin immer noch auf Platz 1. Juhu! Wie hat Julie so viel Geld gekriegt? Viertelmille. Okay, wir haben 3 Spieler mit einer knapp einer Viertelmille und Chris und ich eine halben Mille. Okay. Wir haben 1-2 Euro. Ich nehme mal den direkten Weg. Oh nein, vielleicht nicht. Oh nein. Ich glaube, beim direkten Weg wäre ich gestorben. Ich will es nicht ausprobieren. Hey, unser Zuckerrohr wächst wie so. Wuhu. So, unseren Brunnen haben wir auch. Ich weiß, seit einer Woche nicht mehr auf dem Server. Ja, ich war jetzt auch lange nicht mehr auf dem Server. Aber ihr seid's lustig. Der Server war ja zwischenzeitlich mal down, weil es hier ein Gewitter gab. Hier war ein Gewitter, wir hatten Stromausfall.
Das Lämpchen unten hat noch geleuchtet. Ich achte immer auf das Lämpchen, aber er war abgestürzt im Grunde, war down. Oder alles war down auf dem Ding, aber das Lämpchen, so, dass er da ist, hat halt noch geleuchtet vom Gehäuse. Keiner hat Bescheid gegeben. Also wenn der Server mal down ist, einfach auf Twitter mich antwittern, in Facebook was schreiben, einen Kommentar schreiben, mein Team kann mir ein WhatsApp schreiben. Ich kann nicht auch vom Handy aus auf dem Server zugreifen, falls was sein sollte. Außer wie hier Stromausfall, dann ist er halt ganz down. War es zweimal bei dem Gewitter, hatte ich hier Stromausfälle. Oder wo es so abging. Wir haben ja Gewitter gehabt, zwischenzeitlich. Erdbeben haben wir bei uns ja momentan auch. Wir haben den Eger-Graben nämlich direkt vor der Nase. Huh. Mal gucken, ob man einen anderen Timber Plugin findet. Blop, blop. Okay. Weil ich ja selbst zu faul bin, die Dinger jetzt mal ganz wegzumachen. Schauen wir mal, ob wir ein anderes Timber Plugin noch finden. Muss ich mir mal aufschreiben. Okay. Wenn ich nur einfach okay gucke und sack und in die Ferne gucke, bringt das was? Dass mir einfällt, was wir gerade weitermachen? Wofür wir mal keine Rohstoffprobleme haben? Oder Rohstoffmangel noch haben? Mist. Ich hab gehofft, es erledigt sich von alleine. Das kommt die gute Fee vorbei und schmeißt mir rote Wolle, weiße Wolle. Dann könnte ich lange bauen. Rote Wolle, weiße Wolle. Bücher. Leute, ihr dürft wieder Liebe machen. Ja, ich weiß. Ich habe euch gerade alle abgeschnetzelt, aber... Nein. Macht nichts draus. Ihr seid nur geboren worden, um Leder zu geben. Nicht mal wegen eurem Fleisch. Bin nämlich Veganer. Glaubt mir das jetzt irgendjemand, während ich einen Schnitzel in der Hand halte? Okay. Die Fragen aller Fragen ist jetzt. Was mache ich jetzt? Wirklich ohne Scheiß. Ich glaube, ich brauche mal mein Zettelchen. Ich brauche mal mein Zettelchen ohne Scheiß. Ich brauche mein Zettelchen. Wo ist mein Zettelchen? Zettelchen, es müsste in meinem Blöckchen sein. Ja. Mein Zettelchen, was haben wir denn gemacht? Oder hier, Ach du Scheiße, hab ich da echt ernsthaft so viel? Ich kann ja mal den Warp ausprobieren. Warp? LP. Okay, den haben wir schon gesetzt. Also warte, den muss ich hier mal hier, Das haben wir schon abgehakt. Das ist schon fertig. I know what I'm doing. Nicht wirklich. Englisch mit Crocs. Hallo Mieze Katze. Was möchten Sie mir sagen, Ach so, ich kann die Kamera wieder anmachen. Was möchten Sie mir sagen? Man sieht halt einfach echt nur deinen Schwanz. Was hast du vor? Weißt du, du schleichst dich hier überall rum, ohne irgendwas zu berühren. Quetsch dich durch, aber die Küchenrolle schmeißt du immer um. Die Küchenrolle hat dir noch nie was getan. Wirklich, die Katze schleicht sich durch. Hier steht alles voll. Kaffeetassen, Aschenbecher, meine Dampfies stehen da. Ich habe gerade zwei. Der Mikroarm, alles ist im Weg. Sie schleicht sich durch und macht sich so schmal, um nichts zu berühren.
Aber die Küchenrolle, die hier steht, weil ich meinen Kaffee immer gern ausschütte, schmeißt sie um.